Der stellvertretende Vorsitzende der oppositionellen GHP, Öztürk Yılmaz, hat den USA-Besuch von Erdogan kommentiert. Der Präsident sei isoliert. Keine Führungspersönlichkeit möchte sich mehr mit ihm treffen. Die einfachsten Anfragen gestalten sich sogar als schwierig. In den USA werde er nur von niedrigem Rang empfangen, kritisierte Yılmaz. Wir sprechen über den türkischen Präsidenten, empörte sich der Politiker und ehemalige Generalkonsul in Mosul.